Mein Name ist Jens Weißflug, ich bin ehemaliger Skispringer, Vierschanzenturniersieger, Olympiasieger und Weltmeister. Sie wissen vielleicht, dass ich seit 1996 erfolgreicher Hotelier hier in Oberwiesenthal bin. Momentan ist unser Haus wieder geschlossen und unsere 23 Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Bedrückend ist die absolute Unsicherheit für die Planung unserer bevorstehenden Saison. Natürlich auch im Hinblick auf unser Skigebiet. Aber wir sind nur ein Teil einer langen Kette. Wussten Sie, dass wir als Direktvermarkter ein großes Problem mit der derzeitigen Situation haben? Mein Name ist Matthias Kropp. Wir haben eine Pension hier in Oberwiesenthal, der Eschenhof. Wir vermarkten dort unser Fleisch. Und ich hoffe, dass wir bald wieder zu einer Normalität zurückkommen können. Wussten Sie, dass auch wir Getränkefachgroßhändler von dieser jetzigen Situation extrem hart getroffen sind? Unser Familienunternehmen beliefert nicht nur die gastronomischen Einrichtungen mit Getränken, sondern auch unser zweites Standbein, die Schankanlagen-Service inklusive Schankanlagenreinigung, ist komplett zusammengebrochen. Mein persönlicher Wunsch ist es, dass wir wieder ganz normal unserer Tätigkeit nachgehen können und lernen, mit dieser Situation umzugehen, dass auch vielleicht meine Kinder das Unternehmen weiterführen können. Wussten Sie, dass 70% des Produktionsvolumens einer Wäscherei durch Hotellerie und Gastronomie entsteht? Mein Name ist Danilo Kraut, ich bin Geschäftsführer bei der Wäscherei Reichel. Wir haben in Summe 180 Mitarbeiter in zwei Betrieben, von denen aktuell 70% von Kurzarbeit betroffen sind. Wir wünschen uns fürs nächste Jahr kurzfristige Hilfen für die Dienstleister und eine Planbarkeit für das Jahr 2021 mit entsprechendem Augenmaß der Hygienemaßnahmen. Wussten Sie, dass wir auch hier in Urwiesenthal die Einzelhändler direkt am Tourismus hängen? Es ist im Moment eine sehr. Entschuldigung. Es ist im Moment für uns auch eine sehr schwierige Zeit. Der Tourismus ist die Einnahmequelle bei uns hier, die Nummer eins. Und wenn keine Bustouristen da sind, die Hotels geschlossen haben, die Gastronomie nicht arbeiten darf, immer leere Straßen. Das ist ganz furchtbar. Wir hoffen, dass wir jetzt im Dezember auf ein Weihnachtsgeschäft ein bisschen was haben und dass wir das nächste Jahr überstehen können. Ich bin Anne Ziegel, die Inhaberin der Kunststube Oberwiesenthal.